Hallo, ich bin die Ellen aus dem Zoo Rostock. Ich bin hier für die Großkatzen, alles was Raubtier angeht, zuständig mit meiner Kollegin Frau Max. Und ja, ich will euch heute ein bisschen die Luchse, unsere zwei Neuzugänge, näher bringen, vorstellen, ein bisschen was über ihre Lebensweise erzählen. Und gucken wir mal. Fangen wir mal an. Einmal der Luke, die kommen aus Schweden, vor nicht allzu langer Zeit. Die Isa aus Wien dazu gezogen. Wir haben die Anlage ein bisschen umgestalten können, alles ein bisschen neu gemacht und jetzt sind sie quasi frisch eingezogen hier. Ja, nordische Tiere, der Nordluchs, alle beide, sind natürlich jetzt, was die Temperaturen angeht, gut gewappnet mit ihrem Winterfell. Macht ihnen wirklich nicht viel aus. Sie haben wirklich von Kopf bis Fuß im wahrsten Sinne darauf eingestellt. Die Pfoten sind relativ gut geschützt, dass sie nicht so doll im Schnee versacken, dass sie eine relativ große Fläche haben, wo sie auftreten. Auch dazwischen mit Fell versehen, dass sie eben nicht frösteln und nicht frieren. Ja, insgesamt, wie gesagt, auch so das Deckhaar, darunter auch noch wirklich ganz flauschig feines Fell oder Haar, dass sie eben wirklich den Temperaturen trotzen können, auch wenn es bei uns nicht so ist. Dennoch sind die Jahreszeiten immer so auch für den Luchs oder überhaupt für die Tiere, dass sie Winterfell ausbilden, weil es kann ja von bis minus alles da sein. So, unsere Isa, die müsste noch ein bisschen Pelz dazulegen, wird sie auch noch mit den Temperaturen, wenn es dann halt doch noch im Februar, Mitte Februar doch noch ein bisschen ins Minus gehen sollte. Der Loke ist schon gut ausgestattet, bedingt dadurch, dass er aus Schweden kommt und die schon mit Schnee zu tun gehabt haben. Für ihn ist hier quasi halbwegs Sommer, aber das kann sich ja alles noch richten und ändern. Ja, wie gesagt, der Nordluchs ist beheimatet in ganz Europa, bis hin nordisch China beheimatet. Ansonsten Futter, vielleicht noch was dazu gesagt, dass sie jetzt zu dieser Jahreszeit auch eigentlich ordentlich reinhauen. Bei unseren beiden, die sind da doch ein bisschen wählerisch geworden. Das Hähnchen haben sie dann so ein bisschen mal, sie möchten noch mal was anderes. Ja, kriegen sie auch von Kleinnagern, sprich Ratte, Meerschwein, ist eben auch hier in unserem Futterrepertoire alles dabei. Ja, am liebsten fressen sie einen Teil von Häschen, wie auch draußen, Schneehasen, sowas in der Art, Vögel, sowas ist ihre Beute. Also er ist auch eher auf was Kleineres orientiert. Ja, liebe Besucher, hoffentlich irgendwann bald wieder. Wir warten auf euch und in diesem Sinne und bis dahin, schöne Tage.